Kipsdorf in eastern Germany, a small village with just 300 inhabitants and, like many other rural areas, an aging population, some of whom are cared for here in Sister Monica's care centre. Now, thanks to assistance from EU funding, the centre also provides an additional service for all elderly citizens of Kipsdorf and its surrounding areas. Also wir sind auf die Idee gekommen mit diesem Bus und mit diesem Lift, weil wir seit etwa 10 Jahren mit Patienten in die Reha-Klinik nach Altenberg fahren. Und seit 2 Jahren haben wir so eine gute Nachfrage und so eine gute Entwicklung, dass wir den großen Bus angeschafft haben und hat sich gut bewährt bisher. Today, Herr Komar is taking passengers to an occupational therapy clinic. 10 kilometers from Kipsdorf. Guten Tag. Immer einsteigen, immer reinkommen in die gute Stube. Da habe ich eine halbe Stunde Wassergymnastik und das ist sehr schön. Naja, das ist der einzige Sport, den ich noch machen kann. Ich bin ja 82. However, there is more to this bus than meets the eye. What makes it really special is this inbuilt lift, which allows passengers with mobility issues also to travel. However, not all passengers use the bus for appointments. Klaus Kriegler and his wife Karin are from nearby Schmiedeberg. And following a stroke he suffered some years ago, Herr Komar's bus now offers them a lifeline, allowing them simply to get out and about. Und jetzt unsere Wanderung beginnen kann. Und das Schöne ist auch, man kann mit dem Bus auch eine Reise unternehmen und mein Mann wird ja dann voll betreut. Und das Beste ist eben diese Hebebühne. With many elderly people often quite isolated in rural areas, the bus also plays a very important social role. They can get into the bus and they can join the group. They know each other, you know, it's always like the same group, otherwise they are by themselves, they are alone. Sometimes they don't have any children or something, so they are by themselves. Hausbehandlung erhalten, ganz für sich alleine, aber die sind Tag immer alleine. Also wir sind von Haus aus eigentlich ein ambulanter Pflegedienst. Der Bus ist sozusagen ein Exot in der Firma. Und ganz am Anfang, als es den Bus mit dem Lift noch nicht gab, haben wir die Leute, die schlecht laufen konnten, in den Bus gehoben. Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Viele wollten dann auch nicht mehr mitfahren. Und so wurde die Idee entwickelt, wir brauchen einen Bus mit diesem Lift. Wir haben ja nach jemandem gesucht, der uns hilft bei der Finanzierung. And co-funding from the European Agricultural Fund for Rural Development provided Herr Komar with €23.800, over half the amount required to install the lift. Also der geförderte Zuschuss von der Europäischen Union war äußerst wichtig und hat die Gesamtfinanzierung überhaupt ermöglicht. Und mit dieser finanziellen Unterstützung war die Realisierung des Projekts und vor allem die Anschaffung des Busses und der Umbau überhaupt möglich. Die Menschen, die mitfahren, sind glücklich und deshalb Dankeschön der Europäischen Union für die Hilfe. With the number of elderly people increasing in all rural areas in Europe, the provision of services for the elderly is a key area for rural development. And Herr Komar feels this bus project could certainly be replicated in other countries. Also wir merken jetzt immer mehr, dass die Leute älter werden. Wir füllen hier eine Nische aus und fahren mit Menschen, mit denen ein normaler Reiseveranstalter ohnehin nicht unterwegs ist. Aber dieses Klientel, das kann in ganz Europa eigentlich genutzt werden. With transport services being only one of the many needs of elderly people, which could be supported by EU funding, here in Kipsdorf, they hope it's only the beginning. No, das ist eben schön, dass es sowas überhaupt gibt. Und wie gesagt, es müsste mehr Unterstützung sein, zum Beispiel altersgerechte Wohnungen mit Fahrstühlen, was so ist. Da müsste mehr Augenmerk drauf gerichtet werden. Das wäre so meine Bitte, was ich weitertragen möchte. Das wär's noch. Dankeschön. If you're interested in learning more about rural development projects, log on to the ENRD website for further information.